So, mal gucken, was da alles drin ist. Bis gleich. So. Dann, ja, wollen wir mal das fröhliche Auspacken beginnen. So, übrigens bezahlte Werbung, ne? Wo wir schon mal dabei sind. Bezahlte Werbung, habe ich alles vom Eigengeld bezahlt. Genau, so sieht das Ganze aus. Jo. So, ja, Batterie ist schon voll, wie man sieht, die neue Batterie. Ja, jetzt mal gucken, wie die da reinpasst in meinen Roller. Das müsste besser funktionieren, weil die ist kleiner. Nur die andere ist größer. Alles klar, dann bis gleich am Roller. So, dann können wir jetzt die Fußmatte entfernen und gucken, was da drunter ist. So, das ist die alte Batterie. Ja, und die kommt jetzt raus, weil die ist viel zu groß. Bis gleich. So, hier nochmal ein Größenunterschied. Ja, sieht man, oder? Ja, das sieht man deutlich. Na, deswegen wollte ich die austauschen, weil die ist kleiner und die ist größer. Braucht die Batterie noch jemand? Die würde ich euch zuschicken, weil die brauche ich nicht mehr. Na, und die kommt jetzt rein. Jawohl. Ach schön. Ja, so muss das Ganze doch aussehen. Jawohl. So ist es perfekt. So muss der da drin sitzen, der Deckel. Perfekt. Jetzt noch Fußmatte drauf und dann gucken, wie er startet.
So, Zündung an. Also mal gucken, wie er startet, ohne Gas zu geben. Jawohl. Ach, schön. Cool. Das ist gut. Aber er nagelt noch. Ja, das haben mir einige geschrieben, dass er ziemlich nagelt. Na? Ja, der nagelt ziemlich, der Motor. Na? Muss dann da nochmal Ventile einstellen. Na? Jo, genau. Ja, dann kommen die nächsten Teile bei 5000 rein. Genau, dachte ich jetzt so. Ne? Alles klar, dann gehen noch liebe Grüße an meinen Schatz hier raus. Und ja, dann grüße ich noch die anderen lieben Abonnenten von mir. Das sind jetzt mehr geworden. Da möchte mich halt bedanken und euch hier die Batterie zukommen lassen. Weil ich brauche die nicht mehr. Und ja, genau. Ja, also wer die Batterie haben will, ne, der schreibt einfach, ja, möchte die Batterie gerne haben. Und dann, ja, wird man sich dann schon irgendwie einig, denke ich mal. Ne, weil ich brauche sie nicht. Ne. Ich habe ja jetzt hier eine neue drin. Ne, und ja, die würde ich euch dann zuschicken, ne, wenn ihr die haben wollt. Genau. Aber da wird man sich schon einig. Ne. Alles klar. Jo, was haben wir sonst noch gemacht? Nicht viel. Ich habe hier nochmal eine Edelstahlschraube reingeschraubt, weil die alte Schraube, die war doch ziemlich am Rosten und das sah nicht mehr so schön aus. Genau, und ja, ne? Alles klar. Wie gesagt, der Rest kommt bei der 5000er Inspektion. Ne? Also auch mit das Solle-Programm, ne? Mit Ölwechsel und Kalorienwechsel und so weiter. Ne? Und dann kommt auch das Fahrvideo dran. Und mit der Batterie wird man sich, denke ich, mal einig, ne? Wenn ihr die haben wollt. Kann euch die mal nochmal zeigen. Ne, das ist sie. Da. Mit 9 Ampere, beziehungsweise 8 Ampere. Das ist die Batterie. Und ja, wie gesagt, also ich brauche sie nicht, ne? Genau, kann einer von euch haben, wenn er wollt, ne? Und ja, ich denke mal, ne, Versand ist auch kein Problem, ne? Alles klar, dann ja, mit der Batterie, da werde ich mich dann schon einigen können, denke ich mal. Und ich lade die Feuer auch schon auf. Ne, damit die voll bei euch ankommt. Ja, ne? Alles klar. Und dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, haut rein.